Die variablen Rundballenpressen Comprima V150, Comprima V180 und Comprima V210 sind die Maschinen für wechselnde Einsatzverhältnisse und Ballengrößen. Egal ob klein oder groß, ob Silage, Heu oder Stroh. Die Comprima V150 presst Ballen mit Durchmesser von 0,9 Meter bis 1,50 Meter. Die Comprima V180 presst Ballen mit Durchmesser von 0,9 Meter bis 1,80 Meter. Die Comprima V210 presst Ballen mit Durchmesser von 0,9 Meter bis 2,05 Meter. In den variablen Comprima-Pressen arbeiten zwei Novo-Grip-Stabgurtförderer. Gemeinsam werden sie von einer Doppelschwinge geführt und umschlingen lückenlos den Ballen vom Start bis zum Auswurf. Mit dieser Krone-Technik erhöht sich beim wachsenden Ballen die Presskraft. Somit sind auch große Ballen bis in die Außenlagen hoch verdichtet. Die variablen Rundballenpressen arbeiten selbst bei kurzem und trockenem Erntegut zuverlässig. Geht es um hohe Durchsätze und Pressdichte, so überzeugen die variablen Rundballenpressen Comprima in jeder Beziehung.